Guten Tag, liebe Pilzfreunde. Wir haben jetzt die erste Maiwoche und ich war heute mal spazieren und zwar war ich an einem Feldwege unterwegs und da habe ich ein paar schöne Pilze entdeckt und zwar handelt es hier um die sogenannten Hasenstäublinge und die Hasenstäublinge zählen zu den Speisepilzen und es ist ja so, dass viele Stäublingsarten gar nicht besonders gut schmecken, eigentlich nach nichts schmecken, aber der Hasenstäubling soll ähnlich wie der Riesenstäubling ganz gut schmecken, vor allem wenn er richtig zubereitet wird. Darüber werde ich euch nachher noch ein bisschen mehr erzählen. Aber jetzt werde ich euch erstmal diesen interessanten Pilz vorstellen. Der trägt übrigens auch Namen wie Hasenbuwiest oder auch getäfelter Stäubling. Der hat noch einige andere Namen, die werde ich euch gleich noch erzählen. So, jetzt schauen wir uns diese Pilze mal genauer an. Ja, das, was wir hier sehen, sind drei Hasenbuwieste, auch als Hasenstäublinge bekannt. Und sie haben auch verschiedene andere Namen, wie zum Beispiel Eierschalenbuwiest oder auch Rauchschwamm, gemeiner Stäubling oder gemeiner Buwiest und aufgrund dieser getäfelten Oberfläche auch getäfelter Stäubling. Ja, ich habe mal geguckt, der größte hat etwa einen Durchmesser von 8 cm und diese Pilze können bis zu 15 cm in ihrem Durchmesser werden etwa. Ja, am Anfang sind sie noch weißlich, wie man hier sieht. Der Grund hier ist noch weißlich, aber es verfärbt sich schon etwas ins Graue. Und wenn sie noch ganz jung sind, haben sie diese spitzen Warzen, die verschwinden dann und dann bilden sich diese Felder, also diese Mosaikstruktur, diese unregelmäßige. Ja, und das Fleisch ist auch am Anfang recht weiß. Und diese Pilze habe ich hier an einem Feldweg gefunden. Hier kann man das mal sehen. Ja, da ist so das Feld daneben. Das liegt jetzt im Moment brach. Das ist jetzt eine Brache. Und man kann sie finden auf Wiesen, Weiden, unter Obstbäumen. Die kommen an verschiedenen Stellen vor, oft an sehr sandigen Stellen. Ja, hier sind wieder die drei Hasenstäublinge. Ja, man sollte sie immer durchschneiden, um zu gucken, ob es sich tatsächlich um Stäublinge handelt, denn es gibt ja auch die weißen Knollenblätterpilze, die jung oft auch eine kugelige Gestalt haben und da sollte man mal durchschneiden und wenn man Lamellenansätze findet, dann sind es weiße Knollenblätterpilze und die sind ja tödlich giftig, dann sollte man auf jeden Fall die Finger davon lassen, denn Stäublinge oder Buwieste sind ja rund und haben keinerlei Lamellen. Ja, diese Hasenstäublinge gehören zu den etwas schmackhafteren Stäublingsarten, ebenso wie auch der Riesenbuwist. Es gibt ja auch noch viele andere essbare Stäublings- oder Buwistarten, aber die meisten schmecken eigentlich nach nichts und beim Hasenstäubling, da ist der Geschmack schon etwas besser. Man kann ihn allerdings nur so lange essen, solange sein Inneres noch rein weiß ist. Und sobald es anfängt, sich gelblich zu verfärben, dann sollte man ihn nicht mehr essen. Und er fängt dann auch irgendwann an, nach Karbol zu riechen und auch zu schmecken. Das ist dann nicht mehr empfehlenswert. Aber ansonsten kann man diesen Pilz unbedenklich essen. Ja, er erscheint ab Mai in der Regel und man kann ihn bis in den Herbst hineinfinden. Ja, ist interessant, wie die hier wachsen. So links der ganz große und rechts die beiden etwas kleineren. Die könnten so in ihrem Durchmesser vielleicht 6 cm sein, würde ich mal schätzen. Ja, man kann ganz gut diese Felderstruktur erkennen. Die ist übrigens typisch für den Hasenstäubling. Es gibt auch Gegenden in Deutschland, wo dieser Pilz relativ selten geworden ist und er hat wohl in den 90er Jahren auch mal auf der roten Liste gestanden. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch der Fall ist. Also wenn er in Gegenden wächst, wo er an für sich sonst selten vorkommt, dann bitte stehen lassen und nicht sammeln. Es gibt aber auch Gegenden, wo er recht häufig vorkommt und da kann er dann auch gegessen werden, also gesammelt werden. Ja, diesen Pilz wollte ich euch mal zeigen. Hier könnt ihr mal meine Hand zum Größenvergleich sehen, ne? Da seht ihr, dass der so etwa, der eine hier so 8 cm, die anderen sind etwas kleiner. Ja, das sind die Hasenstäublinge, diese schönen Pilze hier. Die ersten Speisepilze, die ich in diesem Frühjahr sehe. Ja, liebe Pilzfreunde, das war jetzt der Hasenstäubling. Und ich hatte euch ja schon am Anfang versprochen,
dass ich nochmal darüber was sage, wie man ihn am besten zubereitet. Und zwar am besten wird er in Scheiben geschnitten, dann paniert, zum Beispiel mit Ei und Semmelmehl oder Ei und Mehl. Und dann wird er in der Pfanne gebraten und natürlich gesalzen und gepfeffert. Und bitte darauf achten, dass er gut durch ist. Und so kann er praktisch wie ein kleines Schnitzel zubereitet werden und auch gegessen. Und dazu kann man natürlich als Beilage Kartoffeln, Reis oder Nudeln essen, wie man möchte, oder ihn einfach auch so essen, wie so eine Art kleines Pilzschnitzel. Ja, das wäre es dann auch schon für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, liebe Pilzfreunde.